Jo, hallo, ich bin's wieder. Bei Let's Play Divinity 2. Okay. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier irgendwie rüber. Die Karte hilft hier wirklich gar nichts. Okay, meine Kreatur ist gerade gestorben. Der Untote verabschiedet sich auch gleich. Und ich sollte mal ein paar Sachen in den Drachenturm schicken. Können wir die... Nein. Das hier schicke ich mal zum Drachenturm. Das hier können wir mal lesen. Das hier können wir auch mal lesen. Dann hier ein bisschen Zeug aufräumen. So ist schon besser. Oh je. Schicken wir mal die Bücher alle zum Drachenturm. Okay, und aufräumen. Okay. Ach, ich habe ein Buch anscheinend für Menschen. Dann können wir mal Giftpfeil skillen. Und der Untote verabschiedet sich natürlich genau im falschen Moment. Aber so schlimm war es gar nicht. Heiltrank. Leichen des Bürgers. Irgendwie ist es mit der Nekromantie schon ein wenig eklig, aber immerhin etwas. Ich laufe lieber mit einem ekligen Gefährten rum als mit gar keinen. Völlig nutzlos. Genau. Und da ist ein Heiltrank. Juhu. Mal oben noch gucken. Und in beiden was drin. Goldbrocken und ein Goldbrocken. Und Handschuhe. Da muss ich anscheinend runter. Glaube ich. Oder muss ich? Sieht irgendwie seltsam aus. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Hier war der einzige Weg her. Aufzurufen. Drin gibt's nix. Seltsam. Ich mach mal einen Schnitt, bis ich rausgefunden habe, wie das geht, okay? Wir sehen uns dann gleich. Jo, hallo, Leute, ich bin's wieder. Ich hab's irgendwie geschafft. Frag mich nicht wie. Ich hab nämlich absolut keine Ahnung. Jetzt können wir wenigstens die Kreatur wiederholen. Mal schneller. Die Kämpfe sind jetzt eher lästig als gefährlich hier. Was? Wieso? Mal sehen. Jetzt brauchen wir
jetzt den Schlüssel über von diesem Altar. Das ist der Hebel für die andere Richtung. Wütende Notiz, schauen wir uns die doch mal an. Mal sehen. Cats, du hast Leute aus der Höhle geschafft. Cats, du hast beim Dorf immer mehr Frischfleisch für mich ausgehandelt. Cats, du hast dafür gesorgt, dass der Aufzug meine Höhle nicht funktioniert. Wer bin ich denn? Etwa dein Diener, dein Sklav? Er darf mich nicht so behandeln. Wahrscheinlich von Zagan. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass Dämonen überhaupt schreiben können. Naja, mal sehen. Schön ausnehmen alles. Ausnehmen alles. Das ist so. Ich muss unbedingt mal wieder in den Drachenturm gehen. Die ganzen Rezepte bei meinem Alchemisten und so abgeben. Nach unten, nach oben. Achso, er geht nur noch weiter unten. Verdammt, kein Mana mehr, also nochmal einen fetten Trank in die Kehle schütten. Okay, Cats ist tot und er hat ein paar schöne Sachen dabei. Da ist nichts mehr. Da geht's weiter. Oh, fast reingeflogen. Oh, viel drin. Ah, vorne kommen wir jetzt wahrscheinlich endlich in Zagans Höhle. Ich würde sagen, Xerxes Höhle. Lol. Eine Zeit reicht noch. Reicht doch dicke. Ist, wenn das da oben Zagan ist, dann frag mich, wer die Notiz geschrieben hat. Aber ich glaube, ich weiß schon, warum ihn nie jemand töten konnte. Da kommt dir mein wohlverdientes Geschenk. Pünktlich wie immer. Zagan gefällt, was er sieht. Eure Ausrüstung wird ganz gut in seine Sammlung von Rüstungen und Waffen passen. Oh, okay. Drachenhelm. Aber er bezweifelt, dass ihr irgendetwas bei euch habt. Du bist großartig, kleines Wesen. Die meisten Opfer fallen vor Angst in Ohnmacht. Dadurch haben sie weniger Schmerz. Oh, verdammt. Dafür meinen, wir können hier mal skillen. Wir können mal die Flammenkugel, den Wivern und den hier skillen. Oh, Mist. Egal, müssen wir einen anderen Ausweg suchen. Suchen wir mal nach einem anderen Trank. Oh Mann!
kann ja einfach nicht richtig navigieren. Na okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier aus der Höhle entkommen. Bis dann!